Gut, wir sind im blutenden Widder. Nach dem Abgang von Fernex, dem Jäger, geht das Gelage der Wiedertäufer, um Ambrosio Sifon aufzumuntern, weiter. Gedenkt ihr noch etwas während dieses Gelages zu tun, bevor ihr den da verlasst? Also, Madi ist ja sozusagen immer noch daran interessiert herauszufinden, ob jetzt was dran ist an Jaros Vorwürfen, was den Führer angeht, und würde dann nochmal etwas sich so nach und nach in das Gespräch einbringen und ja, einfach so ein bisschen versuchen herauszufinden, ob der Führer an dem Tag selbst diesen Appell gehalten hat, sozusagen, oder ob der zugegen war. Also, ob der praktisch ein sehr gutes Alibi hat oder nicht für die Zeit der Tat. Eine Gerissenheitsprobe. Du hast nichts getrunken, ist das richtig? Richtig. Mach eine Gerissenheitsprobe mit zwei Bonus. Noch jemand etwas? Ja, Jaro möchte zumindest, es kam mir das Thema auf, dass alle sitzen rum und das Kreuz nimmt sich der Sache an, aber eigentlich scheinen alle so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass nichts passiert, weil sie sitzen alle nur rum und trinken. Und Jaro will zumindest den Gedanken, dass es vielleicht eine Verschwörung gibt gegen Altair und dass jemand ja sehr nah an ihn ran musste, um ihm so die Kehle aufzuschneiden, dass es vielleicht einen Verdächtigen in seinen engsten Reihen gibt, bei seinen Vertrauten den Gedanken so unter die Menge bringen. Er wird keinen Namen nennen, aber zumindest kann er mal in den Gesprächen auftauchen. Okay, ich schätze, du möchtest auch auf Gerissenheit würfeln. Das wäre vermutlich das, was ich bevorzugen würde. Ja. Gut, dann macht einer Gerissenheit. There was an error. Madi. Gibt's den Wiedertäufern vielleicht noch den ein oder anderen Becher Destillat aus? Versuchst ihnen so die Zungen ein bisschen zu lockern. Du kannst erfahren, dass der Appell vom Osttor ausgeht. Da, wo auch am Morgen von Altairs Ermordung das Alarmhorn ausging. Da ist eine kleine Wache untergebracht. Ein kleines Wachgebäude und dort ist auch das Alarmhorn. Prinzipiell ist das erstmal der ganz normale Morgenappell, der immer kurz, so kurz vor Sonnenaufgang, kurz bevor die Dorfbewohner quasi aufstehen, durchgeführt wird. Und der Furor lässt dann in der Regel selbst, nicht immer, aber meistens, seine Orgiasten antreten und überprüft ihre Dienstfähigkeit, ihre Ausrüstung in letzter Zeit sehr häufig. Wegen der Sache mit Ambrosio und Sifon, die ihre Schwerter in der Kaserne liegen haben lassen. Geht mit ihnen den Tagesplan durch und sowas und schickt sie dann wieder auf ihre Posten zurück. Das heißt, was du von allen hören wirst, ist, dass er an diesem Morgen, wie immer, wenn er es selber macht, am Osttor war und dort zum Appell ruft. Du kannst auch hören, dass er da schon Ambrosio und Sifon zurechtgestaucht hat, als sie angekommen sind. Vielleicht ein bisschen später als andere, weil sie erst von den Wassertürmen hinlaufen mussten. Warum sie nicht bei Altair geblieben sind. Und kurz darauf wurde dann auch schon der Alarm geschlagen.
Beantwortet das deine Frage? Ja, beantwortet sie perfekt. Gut. Jaro. Mir wird sehr schnell bewusst im Gespräch, immer wenn du versuchst, so ein bisschen Andeutungen zu machen, dass sie alle sehr loyal ihrem Furor gegenüber sind. Es ist dann immer so eine Mischung aus, sie geben Ambrosi und Sifon schon Schuld daran, dass sie solche, dass ihretwegen diese ständigen, diese Drills, diese übertriebenen stattgefunden haben. Wozu auch gehört, dass eben mal der Appell früher stattfindet als sonst. Und auch, dass sie ihren Posten verlassen haben, trotz des Appells. Denn sie waren ja an dem Morgen eigentlich nicht zur Stadtwache eingeteilt. Nehmen sie dann aber auch gleich wieder in Schutz, wenn man sie irgendwie, wenn man sie direkt kritisiert oder wenn sie sich selber irgendwie selbst mit Leid ergehen oder so, dann werden sie gleich wieder in Schutz genommen. Auf die Frage, ob es jemand aus Altairs innerstem Kreis gäbe, der möglicherweise ein Motiv haben könnte oder so, bekommst du eigentlich immer wieder die gleiche Antwort, dass es keinen Streit unter den Niedertäufern gegeben hat. Es, also wenn du da zu sehr bohrst, werden sie auch sofort aggressiv. Es wird zu deinem Rauswurf aus dem Etablissement. Aber sie bringen immer wieder den Bruder ins Spiel. Immer wieder Ennio Benesato, den neidischen alten Tatterkreis, der auf seine Rolle als als Grüß August reduziert wurde, nachdem Altair und Neva von der Front zurückgekehrt waren und er Neva zur Emissärin gemacht hat und er auch die Statthalterschaft quasi übertragen hat. Überhaupt seien diejenigen, die sich noch an den alten Wegen von Clan Benesato festhalten, alles sehr verdächtige Leute, die sich an irgendwelchen alten Zeiten festhalten, verzweifelt längst vorbei sind und die Wahrheit der Neognosis nicht erkannt haben. Wenn du den Vorwurf vorbringst, das würde alles so langsam gehen, erinnern sie dich noch einmal daran, dass Altair erst vor einem Tag, anderthalb Tagen ermordet worden ist. Ja, dass es eben schwer sei, dem alten Benesato irgendwas nachzuweisen. Okay, ja, Jaro meint darauf dann nur, ja, es kommt ihm schon wie Wochen vor. Auch deine Fragen beantwortet. Mhm, ja. Dann verlasst ihr mit einem wahrscheinlich sehr betrunkenen Jaroslav den Blutenden wieder. Jarovik. Den Blutenden wieder und schleppt euren Kameraden zurück ins Kommissionshaus. Nicht ohne, dass vorher mit Tosco nochmal ausgemacht wurde, dass sie sich am nächsten Morgen vor dem Kommissionshaus treffen. Ja, vielleicht nicht ganz so am Morgen. Wenn der Rausch ausgeschlafen ist, meint sie dann. So bettet ihr euch dann zur Nacht. Ein bisschen geplagt von den Stechmückenschwärmen, die sich jetzt so langsam wieder aus den Sümpfen heraus Land ergießen. Und immer mal wieder auf in der Nacht, wenn es besonders surrt und pfeift um euch herum. Dana hat am Tag übrigens das gesamte Bettzeug, alles, was es gab, aus, hat sie euch versichert, gewaschen und gereinigt, die Bettkästen geputzt und all sowas.
Man kontrolliert am nächsten Morgen seinen Körper auf wieder auf Bissspuren. Du findest tatsächlich wieder am Bein eine solche Reihe von Bissspuren. Jucken genauso okay. Fürchterlich wie die anderen. Alles klar. Morgen findet ihr euch wieder im Gastraum ein. Bekommt ein deftiges Frühstück aufgesetzt. Danach hat er insbesondere an Jarobik gedacht. Der sehr spät aus seiner Schlafkammer geschlurft kommt. Der dankt, dass ihr auch lobt die Küche. Als ihr gerade am Frühstücken seid, pocht es an der Tür. Kurz darauf kommt Dana mit Tosco zurück, mit der fette Augenringe, blutunterlaufene Augen hat, aber trotzdem tatendurstig hereinkommt, Dana einen von ihr mit einem bösen Zischen bedachten Klaps auf den Hintern gibt. Sich dann einfach bei euch an den Tisch setzt und meint, Frühstück! Während er sich eine Ladung Bratkartoffeln mit Speck zwischen die Kiemen schiebt, die er sich einfach von einem von euren Tellern runtergenommen hat, grinst er Jaro an und meint, bereit für deine Abreibung, Balkani? Also, so wie ich das sehe, wirst du in Zukunft viel länger kauen müssen. Tja, wir werden sehen, was du ohne dein Kettenhemd brauchst. Ich sehe schon, ich muss wieder irgendjemanden zusammenflecken. Ja, das könnte durchaus notwendig werden. Du musst darauf achten, dass ihm seine Äuglein nicht kaputt gehen, wenn du ihn behandelst. Aber so wie die aussehen, die wirst du auch danach noch erkennen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Also, Schluss mit dem dummen Geschwätz. Gehen wir raus, bringen wir es hinter uns. Auf geht's! Jaro schiebt sich nochmal eine Rolle Speck in den Mund. Dann geht's raus. So nüchtern wollt ihr antreten, Jaro? Murmelt. Mal die noch mit vollem Mund. Keine Sorge, ich hab Destillat mitgebracht. Und Zuschauer. Also das lässt mir natürlich auch nicht entgehen. Draußen vor der Tür erwartet euch tatsächlich schon eine kleinere Gruppe von Orgiasten. Wahrscheinlich genau die gleichen vom Vortag. Vielleicht noch ein paar mehr dabei. Die ungefähr genauso verkatert und verlebt aussehen wie Jaro und Tosco. Aber sobald Tosco kommt, erheben sie sofort wieder die Destillatbecher. Da haben sie sich ein ganzes Fässchen mitgebracht, das da in ihrer Mitte steht. Und Jubel nimmt. Er geht raus, reckt die Hände wie ein Champion. Fängt an, sich Stoffbänder um die Hände zu wickeln. Ja, Jaro tut's ihm gleich, aber erst
Stellt er sich an den Zaun. Ich nehme an, wir machen das Ganze vor dem Garten. Ja. Einen kleinen Platz davor. Ja, dann wartet er, bis Tosco sein ganzes Drama da abgezogen hat. Und dann hängt er erst seine Jacke da über den Zaun und dann zieht er möglichst dramatisch sein Hemd hoch und entblößt seinen von den Schlachten versehrten Oberkörper mit den fiesen Narben, hängt sein Hemd über den Zaun, bindet sich dann die Stoffstreifen um die Faust, um vorher schon so ein bisschen Eindruck zu machen als Frontveteran. So, deine Brust entblößt, dein Oberkörper entblößt, das Zeug runter hast, trotz genug auf Schneider. Milchbubi. Einer von den Orgiasten kommt ran. Ihr, Tosco, ich hab noch was. Ihr gutes elisisches Öl. Lass ihm so ein bisschen Öl in die Hände laufen. Er schmiert sich das in seine Haare, klatscht sie damit einmal nach hinten. Ah, reibt sich in die Kopfhaut ein. Ausgezeichnet. Ah. Ja, Madi stößt Said in die Seite und deutet auf das Fläschchen mit dem Öl. Genau dieses, ja. Ist da noch was drin in dem Fläschchen? Ja, ist mit Sicherheit noch was drin, ja. Dann nehme ich das Fläschchen aus der Hand und reibe mir selbst auch elysisches Öl in die Haare. Langsam, Balkani. Glaubst du, du kannst einfach unser Öl verwenden? Oh, du brauchst das Öl also. Hast du Angst, dass du es nicht ohne schaffst? Das wirkt ausgezeichnet, wenn man einen ordentlichen Kater hat. Komm, gib dem Mann ein bisschen, dass er sich nicht über Unfairness beschweren muss. Er leert auch dir so ein bisschen was von dem Öl in die Hände. Also so. Oder eine Handvoll. Mal schon was anfangen. Ja, dann. Ab in die Haare damit. Schön in die Stirn einmassieren. Du hältst einen Punkt Ego zurück. Damit bin ich wieder. Ja, ich beobachte das ein bisschen, wie sie sich da einreiben mit dem Öl. Ja, man steht auch daneben mit verschränkten Armen und betrachtet sich das Ganze. Du spürst sofort, als du das Öl dir in die Kopfhaut massierst, Jaro, wie so ein Feuer sich in dir ausbreitet, von deiner Stirn langsam nach hinten wandert, der Schädel naht entlang, dann nach hinten den Nacken und vom Nacken aus in deinen Rücken wandert und sich dann ausbreitet wie so flammende Flügel, die so an deinem Rücken herunter beginnen zu wachsen. Und du spürst, wie dein Herz sofort viel stärker pumpt, wie du in deinem Körper das Testosteron aufbaut und aufwallt. Das gute Hiddekel-Öl hast du bekommen. Wie dein Gegner auch, bringt einen Bonuswürfel auf Primal und Reaktion. Die Wiedertäufer bilden so ein bisschen so einen Halbkreis um euch herum. Einer von ihnen steht in die Mitte zwischen euch beiden. Seiten wird angefeuert, allerdings hauptsächlich Tosco bisher.
Regeln sind einfach. Keine Waffen. Ihr benutzt eure Fäuste und eure Beine. Das ist alles. Wer zuerst zu Boden geht, hat verloren. Der Kreis wird nicht verlassen. Und der Gewinner hat die Ehre. Also gut, los geht's, auf mein Zeichen. Und los geht's. Bei der Initiative. Vorher Ego ansagen, wenn ihr welche Seiten sitzen wollt. Ich setze 2 Punkte Ego ein. Alles klar. Ich setze auch Ego ein. Ist Betäubungsschaden nicht Ego? Ja. Also in einem Faustkampf auch? Nee. Ja. Also setzen sie gerade Lebenspunkte ein sozusagen? Ja. Okay, alles klar. Der erste Treffer zählt sozusagen. Gut, es geht los. Die beiden Kämpfer gehen sofort in Position. Fäuste gehen nach oben. Sie fangen an, umeinander rumzutänzeln. Draußen fangen sie an zu jubeln. Auf geht's ihm, hau ihn um! Ja, Yaro stürzt nach vorne, täuscht erst einen rechten Haken an, nur um dann im letzten Moment abzubremsen und sich dabei weiterzudrehen, also den Schlag nicht vollständig aufs Ziel zu wenden, sondern sich zu drehen und dabei einen Tritt anzusetzen, um Tosco zu überraschen. Okay, willst du eine Finte schlagen? Genau. Okay, würfel zuerst auf Gerissenheit. Und er würfelt mit der Partie dagegen. So. 2. Dein Ego kannst du dann für den tatsächlichen Angriff nachher einsetzen. Das okay. Für die Gerissenheit raushauen. Alles klar. Nice. Ja, deine Finte gelingt. Du schaffst es, ihn genauso anzutäuschen, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann trittst du zu. Der Tritt geht für die Handhabung. Plus 1. Und dann das Ego drauf. Also nochmal plus 5 insgesamt. Ich dachte, das geht auf die Finte dann. Hatten wir das nicht letztes Mal? Wieso 5? Weil ich bekomme plus 1 für die Handhabung beim Tritt. Plus 2 Ego, plus 2 aus der Gerissenheitsprobe, oder? Aber hast du das Ego nicht für die Finte bekommen? Achso, Nee. Ich habe ja bei der Gerissenheitsprobe 2 Trigger gewürfelt. Ja, aber das ist ja nur eine Kombination, keine Unterstützungsprobe. Das ist ah, okay. Keine Würfel, sondern die Trigger werden einfach in die andere. Wer nachher dazugerechnet. Ah, alles klar. Okay. Also dann fallen theoretisch die letzten 2 Würfel weg. Ja. Also 4 und 2 also fallen weg. Genau, ein Erfolg weniger, aber dafür halt noch 2 Trigger drauf. Also sind dann trotzdem 5 im Prinzip. Ja, er reißt, versucht noch im letzten Moment ein Bein dazwischen zu stellen, zwischen deinen Tritt. Nee, Quatsch.
bin markiert. Du machst noch deine... Ah, ich war gerade völlig verkehrt. Sorry, nochmal. Mein Tritt trifft ihn voll in die Brust. Und erwischt ihn. Ja, ich hab das Falsche gewürfelt. Moment. Ja, Gleichstand, Trigger entscheiden. Du hast viel mehr Trigger als er. Genau, ein Tritt macht Körperkraft halbe Schaden. Das heißt, meine Körperkraft halbe ist 4,5 unten auf 5 plus die Trigger sind 4, also mache ich insgesamt 9 Schaden Ego. Ein Monstertritt. Du erwischst ihn mit deinem Tritt, völlig überraschend. Er kriegt richtig fett eine ab. Kommt gleich mal gewaltig ins Straucheln. Keuchend geht er auf ein Knie runter. Weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Schaut sich um. Was zur Hölle? Alle außenrum auf einmal. Schockschwere Not, sind ganz ruhig, werden ganz ruhig, atmen ganz tief ein. Oh shit. Und Madi denkt sich gerade, vielleicht hätte ich wetten sollen. Ja, Jaro lacht sich einen ab, während Tosco sich da aus dem Staub hochkämpft. Rappelt sich auf, fixiert dich mit seinem Blick, er kämpft richtig mit sich, kannst sehen, wie es ihn pumpt und pumpt und pumpt. Und dann stürzt er sich mit einem markerschütternden Schrei in deine Richtung und versucht dir eine abzugeben. Sein Fausthieb ist nicht besonders kraftvoll, hättest du nicht vorher alles auf den ersten Angriff gelegt, hättest du ihn vielleicht abwehren können, so erwischt er dich zumindest noch so halbwegs. Hier, 2 Ego mit. 2 Ego, okay. Ja, Jaro hält sich kurz die Wange, dann dreht er sich um, lacht ihm ins Gesicht. Ist das alles? Na komm her! Gib die Fäuste. Gibst du Ego aus? Nein. Vergiss nicht den einen Bonus auf Reaktionen. Ja, stimmt. Hab ich eben auch. Ja, Jaro lacht sich so ein bisschen ein ab bei diesem schwachen Fausthieb, den er gerade kassiert hat, und setzt gleich zum nächsten Angriff an. Ja, da fliegt sofort die Faust, und er versucht dann, also er sieht schon, wie Tosco die Hände hochnimmt, und dreht sich dann in ihn rein und versucht ihn in einen Würgegriff zu packen, und ihm dabei allein durch seine schiere Größe langsam die Luft aus den Lungen rauszupressen. Und
Ich würde das gern vielleicht mit Dominieren kombinieren, falls das geht. Einfach weil das so, nachdem er gerade schon diesen Tritt kassiert hat, dann plötzlich diese extreme Nähe von jemandem, der einem gerade mächtig vors Kreuz getreten hat. Erstmal musst du an den rankommen. Okay. Dazu bräuchte ich eine Faustkampf. Mhm. Und er wird sich aktiv mit Faustkampf verteidigen. Oh Gott. Ups, fehl. Ja, du versuchst ihn zu packen, gehst direkt mit beiden Fäusten in Richtung seines Halses, er packt deine Hände und stößt dich gerade nochmal so an sich vorbei. Allerdings war das dann auch seine Aktion für die Runde. Jetzt beginnt Kampfrunde 3. Ich setz kein Ego ein. Er auch nicht. Ja, jetzt hat er die Schnauze voll wie ein Urviech, stürzt er wieder auf dich zu, versucht sich nochmal mit Fäusten zu seinem Recht zu helfen. Seiner ersten Aktion. Willst du aktiv verteidigen? Mhm, ja. Dann auch Körperfaustkampf. Scheiße. Und das sind drei Trigger. Nicht nur blockst du ihn ab, sondern du schaffst es auch, diesen Block zu benutzen, um ihm gleich noch deine eigene Faust in die Fresse zu hauen. Ja, es, man sieht Toskos Faust anfliegen, die Umstehenden schauen schon so, oh ja, das, die sitzt jetzt mächtig. Und dann Schnitt, die Kamera zoomt auf die Faust drauf, die in der Luft stehen bleibt, weil Yarus in der Luft mit seiner Hand gepackt hat. Und Toskos Gesicht erstarrt einen Moment, als er die andere von Jarovic plötzlich auf sich zufliegen sieht. Du verursachst... Oh, ich muss gar nicht würfeln dafür. Du musst nicht würfeln. Er macht einfach nochmal den normalen Schaden der Waffe. Oh, okay. Also ohne die Trigger. Dann sind es 3 Ego-Schaden, wenn ich einfach nur so Schaden-Faustkampf mache. Gut, deine Faust landet im Gesicht. Ihr könnt alle ein ekliges Geräusch hören, als ihm die Nase bricht. Und dann kommt aus ihm nur noch ein Geräusch, als ihm die Luft entfährt. Und er schlägt einfach baumlang nach hinten um. So wird das gemacht! Jaro reißt die Hände in die Höhe. Absolute Stille im Publikum. Dann reckt einer sein Glas in die Höhe. Scheiße, auf den Balkani! Und sofort ist Volksfest auf dem kleinen Kampfplatz und es wird heftigst gesoffen. Man würde zwei Orgiasten den armen Tosco wegziehen. Sonst hätte man sich den auch nochmal angeschaut und sich um ihn gekümmert. Ja, der ist einfach erstmal eine Weile K.O. Da hat Jaro ganze Arbeit geleistet. Hat ihn einfach umgepumpt. Aber der wird wieder zu sich kommen. Nichts Schlimmes. Bisschen die Nase gebrochen. Kann man ja wieder zurechtdrücken. Das wächst sowieso um den Nasenring drumherum. Das ist alles sehr stabil da. Ist ja nur Ego-Schaden. Ja, Jaro lässt sich absolut feiern. Feigst den anderen zu. Schaut irgendwie rüber, ob er irgendwo Dana entdecken kann. Wenn er sie irgendwie am Eingang stehen sieht, dann haucht ihr eine
gekünstelte Kusshand zu, so von wegen. Ihr steht da nur mit verschränkten Armen in der Tür, rollt einmal die Augen und geht dann ins Kommissionshaus. Das sorgt vermutlich für ausreichend Gelächter und Jaro beteiligt sich da auch sehr dran. Ja. Das Gelage nimmt ein neues Kapitel. Nur diesmal ist Jaro der gefeierte Held der Veranstaltung.